Lisa macht einen Besuch im Deutschen Technikmuseum. Mit ihrem Smartphone macht sie ein Foto für ihren Freund Tim. Lisa will das Foto gleich an Tim schicken, zusammen mit einem Gruß aus dem Technikmuseum. Doch wie kommt das Foto eigentlich zu Tim? Wie kommt Lisas Nachricht durchs Netz? Lisas Smartphone rechnet das Bild und ihre Nachricht in digitale Daten um. Diese werden als Datenpakete an die nächste Mobilfunkstation gesendet. Obwohl sich Lisa und Tim beide im Großraum Berlin befinden, wird Lisas Nachricht einen kleinen Umweg nehmen. Lisa hat einen Handyvertrag beim Mobilfunkanbieter HandyNet. Der verfügt über ein deutschlandweites Netz von Mobilfunkstationen. Durch dieses Netz wird Lisas Nachricht zu der zentralen Vermittlungsstelle von HandyNet gesendet. Lisa benutzt für ihre Nachricht an Tim den Messenger-Dienst WebApp. HandyNet sendet die Nachricht deswegen an diesen Dienst. Über einen Internetknoten in Frankfurt sind die Netze der beiden Dienste verknüpft. Hier werden die Daten von Lisas Nachricht vom Mobilfunknetz in das Netz von WebApp übergeben. Unter der Erde und am Meeresgrund gelangen die Datenpakete mit der Nachricht durch tausende Kilometer Glasfaserkabel zum Server von WebApp in Kalifornien. Hier sind Lisa und Tim als Nutzer gespeichert. Und hier wird die Nachricht an Tim vermittelt. Nun geht es wieder zurück nach Deutschland, wieder über Frankfurt, wo die Datenpakete an den Festnetzanbieter von Tim weitergegeben werden. Tim hat sich nämlich über seinen Festnetzanschluss zu Hause bei WebApp angemeldet. Über das Festnetz wird die Nachricht in die Straße geleitet, in der Tim wohnt. Hier steht ein Kabelverzweiger. Der sorgt dafür, dass die Nachricht an den WLAN-Router in Tims Wohnung weitergeleitet wird. Die Nachricht erreicht Tim in weniger als einer Sekunde und hat dabei aber zweimal fast den halben Erdball umrundet.